Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Abend. Seelenfreude Challenge, Tag 8. Heute mal wieder pünktlich. Bevor ich es vergesse, morgen Abend wird die Seelenfreude Challenge vorgezogen. Um 20 Uhr bin ich dann nämlich morgen neben Sabrina live hier. Die kennst du vielleicht von unserem gemeinsamen Live-Webinar. Letzten Mittwoch war das, glaube ich, nee, Donnerstag war das, wo wir darüber gesprochen haben, wie du dir wirklich deine Wünsche realisieren kannst. Und das dauert eine anderthalbe Stunde, findest du hier auch in der Gruppe. Falls du es nicht gesehen hast, gerne noch mal reinschauen, wenn du heute Abend noch Muße hast, Lust hast oder morgen im Laufe des Tages. Ich bin schon von einigen gefragt worden, wie lang es ist, weil da so, so viele Details und Anleitungen, die wir da weitergeben, die wirklich so, so wertvoll und hilfreich sind. Und jetzt am Freitag startet ja unser gemeinsamer Kurs auch, wo es darum geht, in Resultaten zu denken, nach Bob Proctor von The Secret, den du ja vielleicht kennst oder die meisten kennen ihn ja hier. Und das ist ein halbes Jahr individuelle Betreuung und Begleitung durch die Sabrina und mich hier mit Live-Calls und so weiter. Okay, und wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Ja, genau, morgen Abend hat Sabrina sich nochmal Zeit genommen. Oder Zeit eingeplant. Morgen Abend um 20 Uhr sind wir hier live und da die Nachfrage ja so groß ist und auch dieses Webinar letzte Woche ja so gut angekommen ist bei euch, nehmen wir uns dann morgen Abend nochmal gemeinsam Zeit, gehen natürlich nochmal auf eure Fragen ein und deshalb wird das dann so ineinander übergehen. Beginnen, da wird es bestimmt um 9:30 noch mal ungefähr, bis wir auf alles eingegangen sind, was ihr noch an Fragen habt, und dann fällt die Seelenfreude Challenge morgen dafür nicht aus, sondern wird um, wenn wir es uns nicht mal wieder angeeignet haben, auf eine unbewusste Art und Weise. Und also heute ist ein Tag, die Internetverbindung ist nicht ganz stabil. So, wo war ich stehen geblieben? Hallo, liebe Karin. Also heute ist ein Tag, wo auf unterschiedlichste Art und Weise einfach wundersame Dinge geschehen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll heute, aber ein Thema habe ich mir jetzt rausgepickt: Manifestieren und wie wir unsere Lebenswirklichkeit im Außen erschaffen. Und zwar, eines der Dinge, die mich heute so berührt hat, ist, dass ich seit einer Woche mit einer Dame arbeiten darf, die wirklich immer noch mehr oder weniger bis gestern die Dinge geglaubt hat, die sie mit dem bloßen Auge sehen konnte. Ein großes Kompliment nochmal an sie. Sie hat sich nichtsdestotrotz jetzt erstmal auf eine Zusammenarbeit mit mir eingelassen und hat es einfach mal geschehen lassen. Und heute hatten wir miteinander gesprochen und sie war so erstaunt, was sich innerhalb einer Woche nur schon an positiven Dingen ereignet hat, in welchem anderen Energiestatus sie jetzt eigentlich drin ist, schon was sie nie für möglich gehalten hätte, weil sie war wirklich total am Funktionieren, am Reagieren auf gewisse Lebensumstände im Außen. Und total in so einem Korsett eingepresst und morgens schon mit dem Gedanken, wie soll das heute nur schon wieder alles gehen? Und so vielen Einflüssen von außen hat sie sich ohnmächtig quasi so, ja, ausgeliefert gefühlt. Und deshalb, sie war sehr skeptisch. Wir hatten einige Gespräche, bis dann eben, bis wir die Zusammenarbeit gestartet haben. Und deshalb kann sie es umso weniger fassen, was innerhalb einer Woche da schon sich jetzt verändert hat. Und das hat alles auch viel mit unserem eigenen Energielevel zu tun. Wenn wir aufgrund der Gegebenheiten der letzten Wochen, der letzten Tage, der letzten Monate, der letzten Jahre, ist es ja bei vielen, wir auf einem so niedrigen Energielevel angekommen sind,
dann senden wir das ja quasi auch unbewusst aus, ob wir das wollen oder nicht. Und dann können da draußen nicht wundersame Dinge geschehen. Also das Universum sagt ja immer, dein Mund ist mir Befehl. Und wenn ich nur 1% raussende, um es mal so auszudrücken, dann kann nur 1% zurückkommen. Wenn ich aber dafür sorge, dass ich in einer hohen Energie bin, in einer guten Energie, dementsprechend kann auch viel, viel mehr in mein Leben nochmal kommen, in mein Leben fließen. Es ist natürlich auch einfacher gesagt oder als getan, wenn man sich jetzt gerade in der Situation befindet, wo so vieles nicht so prickelnd ist. Und was dann natürlich sehr hilfreich ist, wenn man einen Mentor an seiner Seite hat, dann können viel rascher, viel schneller wundersame Dinge geschehen. Aber ich möchte ja jetzt auch einfach mal etwas mit an die Hand geben, wie du im Hinblick auf das liebe Thema Manifestieren dich morgens schon fragen kannst, wie will ich den Tag denn heute haben? Ich habe ja auch heute hier in der Gruppe, oder war es gestern, es war heute Morgen, so die kleine Umfrage gestartet, wer kennt sich mit dem Manifestieren aus und wer manifestiert denn regelmäßig und so weiter. Und da gab es die unterschiedlichen Kommentare und Antworten. Und das Thema dabei ist einfach, wenn man davon mal was hört, Beispiel jetzt. Und das fühlt sich für dich gut an und vielleicht hast du in früheren Wochen, Monaten auch schon mal was vom Manifestieren gehört. Dann hast du es schon mal angewandt, dann hat es mal funktioniert, dann hat es nicht funktioniert und dann hast du es wieder gelassen, inklusive mir selbst. Also ich weiß, wie es ist, ich bin hier nicht erleuchtet. Bei mir passiert das auch, dass ich da mal wieder Dinge vergesse, wo ich im Nachhinein denke, ah, könnte ja eigentlich leichter gehen, wenn du es denn machen würdest. Ja? Das mit dem Manifestieren, das habe ich mir inzwischen wirklich so, im wahrsten Sinne des Wortes, hinter die Ohren geschrieben, dass ich es wirklich regelmäßig mache. Schon morgens, wenn der Wecker klingelt und ich aufwache, das Erste, was ich mache, ich stelle mir die Frage, was kann ich heute meinem Leben hinzufügen, damit mir Freude, Leichtigkeit, Heiterkeit und Spaß mich tagsüber begleiten? Und wie will ich es heute haben? Und dann gebe ich eine Bestellung beim Universum ab. Genauso wie beispielsweise du im Internet irgendetwas bestellst. Da legst du auch Sachen in den Warenkorb, kontrollierst nochmal, was hast du alles in den Warenkorb gemacht und dann schickst es ab. Und dann machst du da keine Gedanken drum, ob das heute noch geliefert wird, ob das morgen geliefert wird oder übermorgen. Du guckst vielleicht so ein bisschen aufs Datum, voraussichtliche Lieferzeit, aber dann lässt du los. Und vor allem, was du auch machst, du bestellst ja ganz präzise. Du bestellst ja nicht einfach nur eine Bluse, sondern du bestellst eine Bluse in dem Material, in der Farbe, in der Größe und in der Form, Länge, was auch immer. Also ganz präzise. Und so ist es eben auch mit dem Manifestieren. Du darfst auch da Bestellungen ans Universum abgeben, manifestieren, wie willst du es haben heute, ganz gezielt auch in den Warenkorb, metaphorisch gesprochen, legen. Und dann auch loslassen. So, wie wenn du wirklich eine Bestellung für eine Bluse abgibst. Ganz präzise bestellen und die Bestellung ans Universum abgeben und loslassen. Dich tagsüber aber, und das ist das Thema, wo viele denken dann, einfach nur manifestieren, einfach nur Bestellung beim Universum abgeben. Das Universum, der liebe Gott, welchen Namen du der Instanz auch immer geben möchtest, wird es schon richten und wird schon passen. Und was ich auch gerade immer so in spirituellen Kreisen immer wieder höre, wenn es denn so sein soll, dann kommt es ganz leicht und frei zu mir. Das ist nicht immer unbedingt so, sondern wir dürfen auch was dazu beitragen. Wir dürfen auch entsprechend ins Handeln, ins Tun kommen.
Und auch das ein oder andere, das Universum, auch dahingehend unterstützen, dass die Lieferung kommt. Das heißt, es geht auch da tagsüber darum, bewusst zu sein, Informationen, die das Universum einem schickt, was man noch hinzufügen kann, damit die Bestellung ausgeliefert wird. Und da wir aber oftmals so wenig präsent sind tagsüber, übersehen wir das oder wollen es nicht wahrhaben, wollen es nicht sehen oder es kommt schon mal vor, dass wir so süß sind und denken, das hier soll ich jetzt machen? Nö. Wenn das Universum meine Bestellung ausliefert, dann doch bitte, ohne dass ich jetzt noch was dazu tue. Und das hier fühlt sich gerade mühselig an, da habe ich gerade keine Lust zu. Wenn es für mich bestimmt ist und dann fließt es ganz leicht und einfach zu mir. Und das sind so die Dinge, die es dabei einfach auch zu beachten gilt beim wirklich erfolgreichen Manifestieren, dass man selbst auch alles Nötige dazu beitragen darf, damit die Bestellung auch ausgeführt wird. Das heißt nicht, dass das immer anstrengend sein muss, nur das heißt auch, dass es manchmal vielleicht auch etwas zu tun gibt, wo man denkt, habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf, wenn zum Beispiel der Impuls kommt, irgendjemand nach irgendetwas noch zu fragen oder keine Ahnung, sowas in der Richtung. Aber wenn man dann in sich hineinlauscht und kriegt ein ganz klares Ja, das Universum hätte jetzt gerne, dass du den oder diejenige darauf ansprichst, nur mal als Beispiel oder das oder jenes machst, dann sollte man das eben auch machen. Zur Freude des Universums, damit es eben den Auftrag auch ausführen kann. Manchmal geschieht es natürlich auch wie ganz von alleine. Was wir ja alle kennen, ist hier so auf Fingerschnipp Parkplatz manifestieren. Da geben wir ja auch ab, machen uns keine Gedanken drum, okay, da gibt es auch weiter nichts zu tun, als einfach dahin zu fahren und den freien Parkplatz eben zu belegen. Ja? Nur bei anderen Dingen, da gibt es einfach noch etwas von uns selbst, was hinzugefügt werden möchte, wo wir ins Handeln kommen dürfen und das Universum uns diese Botschaften eben schickt. Das ist das eine, auf das es dann tagsüber zu achten gilt, einfach auf die Informationen, die dann zusätzlich vom Universum zu uns fließen. Das zweite Ding ist, wenn wir uns im Manifestieren üben, dass in unserem Unbewussten oftmals zu gewissen Themen einfach noch so Knoten sind, Blockaden, Verhinderer, die es wirklich trotz aller Anstrengung, trotz des vermeintlichen Tuns und Handelns, uns aber daran hindern, dass wir wirklich erfolgreich so manifestieren, die das eigentlich haben wollen. Da sind so unbewusste Muster, Gummibänder, Paradigmen, die da sich in unserem Energiefeld aufhalten. Und dann, wenn wir das nicht erkennen und lösen, das sind dann oftmals die Menschen, die sagen, ja, das Manifestieren funktioniert nicht oder es funktioniert bei mir nicht. Oder wir kommen auf die Idee, es wirklich nicht regelmäßig zu machen, weil es ja nicht funktioniert, weil wir ja nicht glauben, dass es funktioniert. Und dann kann es natürlich auch nicht funktionieren. Das heißt, es gilt auch hier wirklich dran zu bleiben, am Ball zu bleiben und auch diese Muster, die in einem drin sind, die es dennoch verhindern, dass die Bestellung quasi sich so manifestieren kann, wie wir es gerne hätten. Und das ist einfach oftmals bei vielen der Fall. Das ist, damit du mal weißt, wovon ich spreche, das ist dann so das Thema, du gehst einen Schritt vor und zwei zurück. Oder du hast vielleicht erst gar nicht das Gefühl, richtig vorwärts zu kommen. Du trittst auf der Stelle, du würdest gerne, aber irgendwie geht's nicht. Oder du kommst gar nicht ins Handeln oder mal nur so ein bisschen oder machst etwas halbherzig. Ja? Und diejenigen, die sich darin geübt haben, im Manifestieren wirklich erfolgreich zu 100% sich auf ihren Herzensweg zu begeben und da fokussiert sind und da jeden und jeden Tag manifestieren,
Die haben auch die dahinterliegenden Muster aufgelöst, die sie daran hindern. Und deshalb bin ich so happy, dass morgen die Sabrina sich nochmal Zeit nimmt. Die kennt sich dann noch besser aus als ich. Und da werden wir nochmal gemeinsam drüber sprechen, weil sie ja auch bei Bob Proctor die Ausbildung gemacht hat in der Richtung. Da werden wir nochmal über diese Paradigmen sprechen und was denn wirklich so die Knoten sind, die verhindern, dass man wirklich so richtig erfolgreich am Ball bleibt und so manifestiert, dass wirklich die gewünschten Ergebnisse auch eintreten. Und für dich, dir darf ich jetzt schon mal eine kleine Aufgabe, wenn du das möchtest, mit auf den Weg geben. Wenn du morgen früh aufwachst, wenn morgen früh der Wecker klingelt, bevor du aufstehst, gib mal eine Bestellung beim Universum ab. Gib einfach mal eine Bestellung beim Universum ab, so mit der Frage, wie willst du es heute haben oder was möchtest du für heute bestellen? Und dann schau mal, dass du vielleicht einfach mal nur ganz spielerisch so eine Kleinigkeit bestellst. Egal. Und wenn es nur eine Tasse Kaffee ist, die dir jemand ausgibt, wo dich jemand zum Kaffee einlädt oder keine Ahnung, mach mal nur so was Kleines. Außerhalb des Parkplatzmanifestierens, das hast du bestimmt schon des Öfteren gemacht. Oder so 2, 3 kleine Dinge. Und dann sei mal tagsüber in der Beobachterrolle, wie, auf welche Art und Weise das Universum in Bewegung kommt und dir die Bestellung dann schon ausliefert. Oder wie vielleicht noch weitere Inspirationen in dein Bewusstsein kommen. Mach's einfach mal als Spiel, gib's ab, sei neugierig, sei präsent aber auch tagsüber. Beobachte mal, welche Informationen noch zu dir kommen, was du vielleicht noch tun kannst, was du hinzufügen kannst. Lass dich mal leiten und beobachte mal, was das mit dir macht. Und teils dann auch gerne hier mit den anderen hier in der Gruppe. Also ein gegenseitiger Austausch ist immer so, dass man einfach merkt, okay, bei dem funktioniert das so, bei dem funktioniert das so. Und es ist natürlich total inspirierend und ermutigend für jeden Einzelnen, da ja zu sehen, wie es bei anderen funktioniert und dann auch dran zu bleiben zur Ermutigung. Christine schreibt, es funktioniert immer besser. Sehr schön, ja, wie Christine, die macht gerade ganz gigantische Erfahrungen in der Richtung auch, gell? Sehr, sehr schön, das berührt immer so mein Herz, sowas zu sehen, genau. Ja, also, kleine Aufgabe, morgen früh, wenn der Wecker klingelt, gleich mal Bestellung beim Universum abgeben. Gerne erstmal so ein paar Kleinigkeiten und dann tagsüber präsent sein, beobachten, was weiter an Informationen zu dir fließt, was schon direkt geliefert wird, was auch immer. Und dich daran erfreuen. Und komm gerne morgen Abend dann um 20 Uhr hier in die Gruppe, wenn ich mit Sabrina dann nochmal so über ganz viele Dinge nochmal spreche, die zum Manifestieren gehören. Ja, so ein bisschen notwendiges Hintergrundwissen, was da auch noch sehr, sehr hilfreich ist im Hinblick auf unbewusste Glaubensmuster und Paradigmen, was es da noch einfach zu beachten gilt. Okay, hab noch einen wunderschönen Abend, ein gutes Nächtle und morgen früh ans Manifestieren denken. Wenn du magst, kannst du auch gerne hier in die Gruppe reinschreiben, was du beim Universum bestellt hast und dann manifestieren wir gemeinsam und morgen Abend sprechen wir dann im Detail nochmal darüber. Okay? Alles Liebe, bis dahin. Ciao!